Nach Angaben der kolumbianischen Marine am Samstag konnten rund 3,4 Tonnen Kokain beschlagnahmt werden. Die Drogen wurden auf einem Schnellboot entdeckt, das zuvor von Einheiten der kolumbianischen Luftwaffe gesichtet und verfolgt wurde. Nachdem die kolumbianische Marine und die Küstenwache das Boot über mehrere Meilen verfolgt hatten, wurde es abgefangen und in den Hafen von San Andrés gebracht. 5 Männer konnten verhaftet werden, 3 waren Nicaraguaner und 2 Costa Ricaner. Die Beamten entdeckten tausende Pakete mit Kokain. Die Drogen sollen nach Angaben der Marine einen Wert von rund 120 Millionen Dollar auf dem US-Markt haben. Trotz des jahrzehntelangen Kampfes gegen den Drogenhandel ist Kolumbien nach wie vor einer der größten Kokainproduzenten der Welt und steht unter ständigem Druck der USA, den Anbau und die Produktion zu reduzieren.